Ja, hallo Leute, was geht? Hier ist wieder Ein und Niedernick. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag, guten Abend oder was auch immer und möchte euch heute in die Welt von Skyrim einführen und euch die Welt zeigen. Ja, Skyrim Let's Play, wie ihr euch das schon gewünscht habt. Ich bin echt überrascht gewesen, dass mir doch so viele schreiben. Ich habe gedacht, ja, 30, das wird wahrscheinlich knapp werden, aber innerhalb von einem Tag, bam, ey, ohne Mist. Vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Endlich seid ihr wach. Aber wir halten Ihr mal ins wolltet die Maul. Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollt ihr Sturmwinkel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Was? Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Die Ruhe da hinten! Ja, Fesseln haben wir wohl. Das stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Oh mein Gott. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin Kinderparadies. Werden, aber Sorengarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Warum denn nicht? Hey, hallo du da. Aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Ach ja, und mich fragen die nicht. Ich komme aus Hufflepuff. Ich komme aus Rorikstadt. Ja, gut. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Ich will aber nicht. Ach, Bibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Wo seht ihr das sie denn? Sie haben dabei ihre Hand im Spiel. Wo? Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwankt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeeren mit braucht. Komisch. Hallo. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ja, das war's wohl, ne? Ho, ho, ho. Warum halten wir an? Weil du jetzt stirbst. Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Ja, war wohl nix. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Alles klar. Wartet, wir sind keine Rebellen. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehören nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Das ist der da. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Kralov von Flusswald. Ich will aber nicht. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Geil. Ich finde das so geil. Ja, ist sonst noch jemand da? Ach so, ja, da vorne. Hallo. Wer seid ihr? Ja, jetzt können wir zur Charakterauswahl. Wir können die Charakter erstellen. Ich mache kurz meinen Sound ein bisschen lauter. Und ja. So, schon habe ich es lauter gemacht. Und jetzt können wir erstmal ein Volk auswählen.
Ich hatte letztes Mal einen Ork genommen, aber ich möchte jetzt für das Let's Play auf jeden Fall einen anderen nehmen. Der Trueballot hat mir gesagt, dass viele sehr oft genommen werden, und da möchte ich jetzt wen nehmen, der noch nicht so oft genommen wurde. Und zwar sagte der, dass die Argonier, die Bretonen, die Dunkelelfen, Kaiserlichen, dann noch die Nord, die Ork, ja genau, die werden ganz häufig genommen, also die Khajiit oder wie die heißen, sind die so Katzenviecher, keine Ahnung, werden noch nicht so oft genommen. Die Waldelfen auch nicht, Rotwadronen auch nicht, obwohl die auch ziemlich cool aussehen. Und die Hochelfen, genau. Es gibt verschiedene, die haben verschiedene Fähigkeiten und so weiter. Die sind auch nicht wirklich, also jetzt, dass die großartig unglaublich anders sind, dass einer zum Beispiel kein Magie machen kann, ist es nicht. Aber dann, die haben zum Beispiel hier einen Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Heilende Haut, Gesundheit schnell nach regenerieren und sowas. Die hier, die Bretonen, die haben mehr Zauberkraft, und die Dunkelelfen sind Schleich- und magische Kräfte haben die mehr, Widerstand gegen Feuer, und dann die Hochelfen, was haben die? Die haben eine schnelle Regeneration von Mana, okay. Kaiserlichen, geschickt in Kampfkunst und Magie und finden mehr Gold. Die Khajiit, sehr intelligent, schnell und behende, okay. Ausgezeichnet Diebe, Natur aus heimlich bewegen, können in der Dunkelheit sehen und fügen über waffenlose Klauenangriffe. Okay, ist auch auf jeden Fall interessant. Die Nord sind so die typischen Krieger, sieht auf jeden Fall aus. Ja, steht auch da, sind für ihr Kriegstalent bekannt. Ja, die Orks sind einfach die Hau drauf Kerle. Rotwadronen sind auch sehr zäh und ja, sind auch so ähnlich wie Krieger, sage ich mal. Und die Waldelfen, Moment, auch Diebe und gibt keine besseren Schützen. Ja. Und können Tiere beherrschen. Oha, das ist sehr interessant. Ich würde am liebsten eigentlich mal dann die... Ja, komm, nehmen wir die Hochelfen. Genau, und da würde ich dann eine Tussi gerne nehmen. Einfach nur, weil ich das noch nicht so oft gesehen habe und so oft gesagt wurde. Natürlich wollen wir eine sexy Dame haben und nicht so eine. So eine Gesichtskirmes-Tussi. War eins von den ersten, weil erste sah ja so mal nicht schlecht aus. So, ich steuere das Ganze jetzt mit WASD, also Hautfarbe würde ich eher was Helleres nehmen, dass das halbwegs menschlich aussieht. So eigentlich Gewicht kommen. Du fette Sau. Nee, natürlich nicht, soll ja gut aussehen. So, ein Kopf, Gesichtsfarbe. Ja, wie gesagt, Gesichtsschabracke soll das nicht sein, Schmutz. Nein, du bist eine Hochelfin, du machst dich nicht schmutzig. Schmutzfarben, ja, wir haben ja keinen Schmutz, da ist egal. Narben. Gucken wir doch mal. Ach, das hatte ich auch schon bei dem Ork gesehen. Das sind eigentlich immer dieselben. Wir können jetzt auch hier so rumgucken und sowas. Also von allen Seiten angucken. Aber ich würde vielleicht nur eine kleine Narbe irgendwo haben. Ja, obwohl kleine gibt es hier nicht. Vielleicht da, ja, okay. Aber nicht ins Gesicht. Nicht im Gesicht. Nicht am Auge, meine ich.
Ja, komm, das ist okay, das ist nicht so viel. Kriegsbemalung, ja, du bist. Das sieht schon mal sehr gefährlich aus. Oh mein. Das sieht mir so aus, als wie der Joker von. Wie heißt es? Verdammt, der Joker einfach. Wie so ein Panda. Das geht hier noch. Okay, das geht auch noch. Ja, ich würde das hier eigentlich nehmen. Farbe der Bemalung. Ja, so hell ist mal kacke. Würde ich eher was Dunkleres nehmen, auf jeden Fall. Komm, nehmen wir schwarz. Wenn das schwarz ist, ja. Kopf, Gesicht, Nasenart. So ein richtiger Zinken. Muss natürlich weiblich wirken. So ein kleines Näschen. Obwohl die alle nicht so klein sind. Ja, komm. Ist okay, Nasenhöhe. Ja. Soll ja eine Stupsnase sein, vielmehr. Obwohl die ja so ein richtig langes Gesicht hat. Also von vorne geht sie, aber von der Seite gar nicht. Nasenlänge, ja. Komm, kürzer und. Der doofe Höcker, was ist denn das für eine Kieferbreite? Ja, eher kein Magermodel. Kieferhöhe. Auch da hinten. Eher was höher. Ja, Kiefervorstand. Wo ändert sich das? Was auch da? Ich verunstalte die gerade ein bisschen. Was? Wangenknochenhöhle? Ich guck gerade, wo sich was ändert. Ach, da. Ja, so. Nee. Wangenfarbe. Weiß natürlich. Lachfalten. Nee, komm, hat sie nicht. Nicht so eine fiese Farbe. Also ein Bart soll sie auch nicht bekommen. Nasenfarbe. Als ob die gesoffen hätte, so ein rot, so was rotes Kindfarbe. Nee, will ich auch nicht. Halsfarbe. Muss auch nicht sein. Stirnfarbe, ja. Schreibt noch doof drauf. Nee. So, hübsche Äuglein. Chinesen soll es nicht sein. Das sah ganz okay aus. Augenfarbe. Nee, so nicht. Grün auch nicht. Nee, so was auch nicht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, nee, das sieht irgendwie ein bisschen creepy aus, finde ich. So, nehmen wir das. Augenhöhle. Ach, da können wir die Höhe. Ach, Augenhöhe. So, Augenbreite. Nee, die sollen nicht so weit auseinander. Augentiefe. Ja, Lidstrichfarbe. Ach, die Dame hat auch Lidstrich. Was wir natürlich super erkennen können. Wir nehmen einfach das, was man ein bisschen sieht. Ja, komm, okay. Die Schatten. Ach, da ist das da. Machen wir auch mal ein bisschen bunt, würde ich sagen. Das Rote da war ganz okay. Ja. Lidfarbe. Lid. Ja, egal. Machen wir auch. Wo ist es? Es sieht jetzt nicht so krass aus, aber das können wir auch das nehmen. So, okay. Braue, Braunart. Keine dicke, wuschige. Nicht so was.
ist hier eine Dame natürlich. Keine, sieht auch ein bisschen blöd aus. Aber ich würde das eigentlich nehmen. Braunhöhe. Ja, ist so okay. Breite. Ach so. Gehen die weiter auseinander? Nee, das sieht ganz früh aus. Braunlänge. Was ändert sich jetzt? Ach, die gehen nach vorne. Ja, von der Seite sieht die irgendwie echt komisch aus. Also so richtig langgezogen. Mundform. Grinz mal was, bitte. Die sehen irgendwie alle ziemlich männlich aus. Warte, hier, das war... Da grinst ihn ein bisschen. Ist ein bisschen zu hoch. Mundvorstand. Ja, komm, machen wir weit nach vorne. Blubsch. Ich will, dass das ein bisschen weiter nach hinten geht, alles. Ändert sich jetzt? Kinnbreite. Ach so. Ja. Ein breites Kinn soll sie nicht haben. Klänge, das ist auf jeden Fall zu lang. So sieht schon besser aus. Kinnvorstand. Nee. Soll schon normal aussehen. Lippenfarbe. Das ist eine richtige Tusse. Nee, das sieht nicht aus. Ja, das ist okay. Haare, genau. Was soll so für Haare haben? Zöpfe? Nee, komm. Noch schiefe? Nee, auch nicht. Nee, geht gar nicht. Nee, auch nicht. Auf jeden Fall eine schickere Frisur soll es sein. Ja, okay, so viel Auswahl gibt es jetzt auch nicht. Aber da waren jetzt nicht so viele dabei, die mir gefallen. Das ist ganz okay. Ja, obwohl. Ja, komm, nehmen wir einfach Haarfarbe. So. Brauchen wir auch irgendein bisschen Farbe, die da reinkommt. Machen wir, passt auch mal. Rot. Ja, ein Redhead machen wir einfach mal. So, okay, fertig. Ja, beenden und Charakter einen Namen geben. Wie nennen wir die? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, das machen wir auch im nächsten Mal. Komm, wenn ich das hochlade. Ich nenne die einfach mal Hildegard. Nee. Mir fällt gerade kein Name ein. Verdammte Scheiße. Komm, Hildegard. Was soll's? Ihr gehört doch nicht zur Talmorischen Botschaft, oder, Hochelf? Natürlich. Nein, das kann nicht stimmen. Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste zu den Somerset-Inseln zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Alles klar. Automatisches Speichern. Gut. Dann geh mal hinterher. Watschel, 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 watschel. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Held. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Schluck erstmal runter. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Huch. Was war das? Es ist dich. Ich weiß nicht. Oh, alle gucken gleichzeitig ja, rum. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente.
Möge der Segen der Achtgöttlichen auf euch ruhen. Danke. Vielen Dank. Und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Wie war das? Kopf ab! Ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. War das nicht von Cinderella? Kopf ab! Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Huch, diese Stadt sollte ab 18 sein. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmenteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Hochelf, ihr seid dran. Ja, alles klar. Dann mal auf. Ist es wieder? Habt ihr was gehört? Nö. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Aber bestimmt ein Schlumpf oder so. Ja, ist okay. So. Leiche liegt noch da und ich hab mich jetzt drauf.